Jetzt stellt erstmal, bevor die AktivistInnen sprechen, spricht Katharina Rewe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu und wird Ihnen einige Fakten zum Thema Kohle und Lützrath vorstellen. Ja, vielen Dank. Wie schon gesagt, mein Name ist Katharina Rewe vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus Berlin und auch wir sagen, Lützerath ist unräumbar. Lützerath ist unräumbar, weil die Kohle, die hier unter unseren Füßen liegt, nicht mehr gebraucht wird. Die politische Entscheidung, Lützerath noch abzubaggern, muss jetzt angepasst werden. Die Aussagen der unabhängigen Studien sind eindeutig. Bis zu einem Kohleausstieg 2030 werden die Mengen Kohle nicht mehr benötigt. Selbst für eine Abfederung der sogenannten Gaskrise sind sie energiewirtschaftlich nicht mehr notwendig. Dies hat das DEW in eigenen und unabhängigen Studien dargelegt. Und dies wurde jüngst auch vom angesehenen Beratungsunternehmen Aurora Energy Research in einer Energiemarktanalyse nochmals bekräftigt. Die Vorräte, die in einem angepassten Abbaugebiet liegen, welches nur das bereits devastierte Immerath in Anspruch nimmt, sind selbst nach den Vorratsberechnungen ausreichend, die von RWE in Auftrag gegeben wurden. Und hierbei entsteht keine Insellage für Lützerath, da es keine Bucht zwischen Keinberg und Lützerath braucht. Die Kohlebedarfsrechnungen, die die Landesregierung im Zuge des RWE-Deals vorgelegt hat, sind falsch und beinhalten unter anderem Kohleveredelungsmengen, die es nach dem Schließen von Frechen in dem Maße nicht mehr geben wird. Soweit zu dem Aspekt des erwartbaren Kohlebedarfs. Aus Klimasicht dürfte es zu diesen Bedarfsmengen aber gar nicht mehr kommen. Lützerath ist auch unräumbar, weil die 1,5-Grad-Grenze tatsächlich vor Lützerath verläuft. Das laut IPCC restliche, zur Verfügung stehende CO2-Budget haben wir heruntergebrochen auf den deutschen Energiesektor und weiter auf die Braunkohle, die Tagebaue und die Kraftwerke. Ende diesen Jahres wird dieses 1,5-Grad-Budget am Tagebau Garzweiler bereits verbraucht sein. Die Tagebaukante hätte bereits seit guten 2 Jahren nicht mehr weiterentwickelt werden dürfen, da auch so immer noch große Mengen zu gewinnen sind. Wie Sie hier sehen, werden derzeit einfach nur große Sandflächen produziert, indem die Tagebaukante immer weiter an Lützerath heranentwickelt wird. Einfach um Tatsachen zu schaffen, der Tagebaubetreibende kommt mit dem Kohleabbau gar nicht so schnell hinterher. Die Zerstörung dieses Dorfes soll primär geschehen, um den Gewinn von RWE zu maximieren. Es ist betriebswirtschaftlich für RWE günstiger, Lützerath abzubaggern. Warum passiert das alles? Zu einer Zeit der energiewirtschaftlichen Verunsicherung werden politisch die falschen Schlüsse gezogen. Statt einer Abkehr von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern werden neue Lock-in-Effekte erzeugt. Durch zu viele LNG-Terminals und durch Laufzeitverlängerung von Kohlekraftwerken. Eine sichere Energieversorgung ist möglich. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Und hier brauchen wir politischen Mut und den Willen. Um es mit Claudia Kempferts Worten zu sagen, wer nicht will, findet Ausreden. Aber wer will, findet Wege. Vielen Dank.